Hallo Hallöle und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Ich bin der Mucker und viel Spaß bei dem Video. Ja, wir spielen Dead Cells. Für alle, die das nicht kennen, das ist ein, ich würde sagen, Hack and Slay Roguelite. Ja. Wie man sieht, ich habe schon einen Spielstand, denn wir starten aber natürlich ein neues Spiel. Und ja, normaler Modus. Und los geht's. Bei Dead Cells wird man als, ja, sag mal, Toter wiedergeboren und immer wieder. Ist nicht der kopflose Kerl, der hier durch die Gegend streift. Ja. Was ist los? Hast du etwa die Sprache verloren? Ach so, stimmt ja. Du hast ja gar keine Zunge. Es muss jedenfalls ein seltsames Gefühl sein, von den Toten zurückzukehren. Dir ist doch sicher schon aufgefallen, oder? Du kannst nicht sterben. Auch wenn du nicht genau weißt, warum. Aber du bist nicht der Erste, dem dieses Schicksal widerfährt. Nur falls du dich fragst. Gut, dann nehmen wir jetzt hier die Waffen und los geht's. So. Also wie man schon sieht, es geht hier. Es ist ein Hack and Slay. Das erkläre ich gleich. Gold. Wichtig. Es hat sogar ein bisschen was von Metroidvania. Weil hier liegt das Sammeln von. Ich muss mich jetzt im ersten Run vor allem konzentrieren. Weil ich habe noch nichts zum Heilen. Zack, zack, zack. Es ist jetzt vielleicht nicht das beste Spiel zum Kommentieren. Das gebe ich gerne zu. Es macht aber riesen Spaß. Zack. Geh jetzt hier runter. Da kann ich noch nichts mit anfangen, die Fähigkeit habe ich noch nicht. Oh, permanenter Machtboost. Da ja. Für die permanente Pergamente der Macht. Es gibt drei. Nennt man das Upgrades, genau. Man kann auswählen zwischen Rot, Lila, Grün. Eines ist Brutalität, Taktik, Überleben. Ich skill am Anfang sehr viel auf Brutalität. Es hilft nämlich, beim Spielstil weiter. Denn so. Das dritte. Jetzt muss ich kurz gucken, jetzt weiß ich gerade nicht, wo es weitergeht. Da lag raus. Das sind Schatzkisten. Dafür gibt es auch noch. Alles klar.
Beim Händler kann ich mir noch nichts kaufen. Bogenschützen, das sind mit Abstand die leichtesten Gegner. Das sind die Entwürfe. Das Da oben ist das Ziel. So, man muss halt durch die verschiedenen Level durch. Die Level sind alle zufallsgeneriert. Dafür sehen sie aber hervorragend aus. Hätte ich in 2 Minuten geschafft, dann hätte ich den Bonus bekommen. Hätte ich 30 Gegner ohne zu sterben, ohne Schaden zu nehmen, wäre da auch ein Zufalls. Wäre da auch ein Lootraum. Aber jetzt sind wir hier erstmal bei den Upgrades. Wie an wen haben wir denn da? Ich bin der Sammler und hier wohl auch die einzige Person, die man als salonfähig bezeichnen könnte. Bitte zeig mir deine Zellen, die du bei den anderen erbeutet hast. Ich besorge dir ein paar nützliche kleine Gegenstände. Die Zellen sind diese blauen Dinger, die wir eingesammelt haben. Falls du einen Entwurf findest, bring ihn zu mir und ich zeig dir ein paar eher experimentelle Gegenstände. Die Medizin-Fiole ist das allererste, was wir machen müssen. Das ist aber auch gut. Goldreserve hole ich gleich hinterher. Was mir auch noch wichtig ist, ist verwerten. Blutschwert wäre auch noch nicht schlecht, das machen wir dann gleich. Hier gibt es dann die Mutation. Noch die gehe ich etwas später noch ein. Nekromanie ist immer das erste bei mir. Und jetzt geht's zur Promenade der Verdammten. Ich glaube, hier kriegen wir dann auch unser erstes Upgrade. Also unser permanentes erstes Upgrade. Das stimmt nicht, unser. Upgrade könnte man jetzt auch denken. Ist halt. Sind diese Pergamente gemeint? Die meine ich aber nicht, sondern. Es sind. Jetzt muss ich mich gerade konzentrieren. Sorry, ich bin gleich wieder da. Die Dinge, also nicht nur die, sondern auch andere, finde ich ultra nervig. Ah, jetzt sieht man hier. Dass ich Lebensenergie verloren habe, ist klar. Jetzt kann ich meine Fiole nehmen. Nein, sorry, okay. Die Fähigkeit habe ich zum Beispiel noch nicht. Das sind permanente Fähigkeiten. Und die öffnen einem teilweise neue Wege. Jetzt nur bei unseren.
Das ist jetzt so zum Beispiel eine Upgrade. Upgrade ist ja genau der Gegenstand. Eine Rankenroute, das sind permanente Routen. Genau, und damit kann ich jetzt so an diesen Stellen die benutzen und dann fährt eine Ranke aus. Und damit hätte ich zum Beispiel erst ein Level woanders lang gehen können. Kletter, 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 zack, zack. Ich mag dieses Spiel unglaublich gerne, weil das so einen tollen Flow hat. Und es immer zwischendurch diese Geschicklichkeitspassage gibt. Also manche mit Level mehr, manche mit Level weniger. Eigentlich müsste ich bald mal eine neue Waffe finden, weil der Anfangsnebel ist halt Ass in die Dinger. Ist halt Schmutz. Das hier wäre jetzt auch was, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Hier komme ich hier unten durch. Aber das ist hier ein Mag an der Stelle, wo ich durchbrechen konnte, durch den Boden. Und das sind so Stellen, wo es so golden leuchtet. Killer-Karten, die habe ich noch nie gehört, auch in meinem vorherigen Runs. Ich habe das ungefähr 10 Stunden bis jetzt auf dem PC gespielt, auf der Switch habe ich das mit Sicherheit schon 40, 50 Stunden, das habe ich noch nie gehört. Weil ich habe ja noch nicht, das kommt später. Verfluchte Schatztruhe, ja machen wir mal. Gibt ein guter Upgrades. Ich muss 10 Gegner töten. Ohne Schaden zu nehmen. Nochmal Brutalität. Ich darf auch nicht hier dran Schaden nehmen. Ach du Heiliger. Genau das meine ich. Wenn ich dann verflucht bin, darf ich mir keinen einzigen Schnitzer leisten. Das war natürlich ganz klar mein Ziel. Aber jetzt nur wieder so in dieser Anfangsszene. Schon wieder da. Für dich scheint es nicht sonderlich gut zu laufen. Ist dir schon aufgefallen, dass sich mit jedem Mal etwas verändert? Man könnte fast meinen, die Insel wäre lebendig. Aber das wäre ziemlich albern, findest du nicht? So, durch das Upgrade habe ich jetzt Gold mitgenommen. Ich kann mir wieder einen Bogen mitnehmen. Aber das machen wir beim nächsten Mal. Da spielen wir wieder eine Runde Dead Cells. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ein Follow und ein Like da lassen. Mir bleibt nichts zu sagen als ciao, ciao, euer Mucker.